Ich habe Japan nach 450 Tagen verlassen. Mein Name ist Tobi und ich bin vor circa einem Jahr von Deutschland nach Tokio gezogen, um einen neuen Lebensabschnitt zu starten. Das Jahr hier in Japan verlief super, aber trotzdem wurde es für mich wieder Zeit, Deutschland zu besuchen, Familie und Freunde wiederzusehen. Ich buchte also meine Tickets für Deutschland und machte mich auf den Weg. Ja, das war auf jeden Fall eine schöne Zeit in Deutschland. Was interessant wäre, jetzt nochmal rückblickend zu betrachten, denke ich mir, ist, wie ist es diese Zeit betrachtet, alles, was ich in Deutschland erlebt habe, Dinge in Deutschland, die es halt in Deutschland gibt, aber nicht in Japan. Was sind da so aus einer japanischen Brille betrachtet, Dinge, die halt anders sind, die vielleicht Kulturschocks für Japaner sein könnten? Und als erstes, was mir dazu einfällt, ist, als ich dann eben aus dem Flughafen wieder rausgegangen bin, der Bahn gefahren bin und so weiter und dann draußen war wirklich dieses ganze Thema mit den Masken. In Deutschland darfst du auch in Läden keine Masken haben. Das ist natürlich für mich, war das total ungewohnt, weil in Japan haben hier alle Masken noch, tragen viele auch draußen einfach so Masken. Auch wenn zum Beispiel draußen zumindest keine Maskenpflicht besteht, dann in Deutschland in einem Laden einfach ohne Maske reinzugehen. Das war schon irgendwie ein bisschen komisch für mich. Was mir dann noch aufgefallen ist, ist, dass du konfrontiert wirst mit Bettlern. Ich war auch in Berlin, ich war in Frankfurt am Hauptbahnhof und so. Und da wurde ich des Öfteren von Bettlern, sage ich jetzt mal, angesprochen, ob man ein bisschen Geld geben kann und so weiter. Auch als ich dann in Berlin mit dem Kumpel, den ich aus meiner Studienzeit kenne, essen war. Ja, man ist draußen, man isst und dann kommt dann jemand, ein Bettler kommt dann, der dann dich nach Geld fragt, während du halt draußen sitzt und isst und ja, das ist halt so eine Situation, da finde ich es irgendwie auch nicht so höflich, so angesprochen zu werden. Und ja, in Japan ist mir das noch nie passiert, wurde ich noch nie irgendwie von jemandem, der nach Geld fragt oder so angesprochen. Dann war ich natürlich auch in Deutschland viel mit der Bahn unterwegs. Ich bin viel rumgereist innerhalb Deutschlands. Da ist mir wirklich nochmal aufgefallen, wie unterschiedlich das Bahnsystem ist. Die erste Sache, die natürlich passieren musste, ist, das ist wirklich die allererste Sache. Ich steige aus dem Flugzeug, ich fahre mit der Bahn und direkt sehe ich dann so Verspätung. Deutsche Bahn halt. Erstmal, das kommt natürlich in Japan nicht vor. Aber dann auch, dass du halt Kontrolleure hast, so. Da frage ich mich, warum ist das eigentlich noch so? Kann man keine Bahnsteigsperren machen? Es ist einfach viel praktischer und man muss dann auch nicht so mit einem Gefühl immer Bahn fahren, dass man kontrolliert werden könnte. Auch wenn man ein Ticket hat, habe ich dann immer so, ich weiß nicht, ich mag es nicht so, wenn man dann kontrolliert wird. Ich finde es einfach in Japan ganz entspannt. Du bist durch die Bahnsteigsperre, hast ja dann irgendwie ein Ticket oder genügend Geld auf deiner Guthabenkarte, die man zum Zugfahren braucht und so weiter. Und dann ist die Sache gegessen. Jeder kommt nur dann rein, wenn er der rein kann. Ich bin aber auch nicht nur mit der Bahn gereist, sondern war auch ein bisschen mal mit dem Auto unterwegs. Je länger ich in Japan wohne, desto mehr wird mir bewusst, was für krasse Autobahnen wir in Deutschland haben so. Du kannst ja einfach mit 200 km/h da rumfahren, wenn du willst. Aber in Japan ist ja so oft so Tempolimit 100, in manchen ausgewählten Autobahnen sowas wie 120, aber drüber geht's auch nicht. Ja, in Deutschland kannst du einfach richtig Gas geben und das habe ich dann noch einmal gemacht, als die Straße schön frei war. Das macht schon Spaß so. Das ist schon cool. Irgendwie auch so ein Gefühl von, ja, Freiheit oder man ist wie ein so dieses Raumschiff-Feeling oder man ist im Autorennen, im Videospiel, wie auch immer. Klar, es gibt natürlich Argumente dagegen. Ich weiß, ist ja natürlich, klar. Aber das fand ich schon interessant und auch, weil du in Deutschland auch keine Maut hast. In Japan ist es richtig nervig, wenn du jetzt schon keine automatisierte Karte hast. Du musst immer Maut bezahlen und auch mit ETC-Karte, so hast du eine automatisierte Karte, wo du schneller durch die Sperre durchfahren kannst. Selbst dann, da musst du natürlich auch immer zahlen. Es ist also richtig teuer, in Japan Autobahn zu fahren so und immer so kleine Unterbrechungen. Muss man immer abbremsen bei der Maut und das ist schon ziemlich nervig. Und in Deutschland gibt es das nicht. Das ist mir irgendwie auch ziemlich positiv aufgefallen. Also dieses ganze Autobahn-Thematik fand ich interessant und auch irgendwie gut. Jetzt so aus Sicht eines japanischen Urlaubers, sage ich mal so. Während meines Aufenthalts war ich
auch das erste Mal für mich in München auf dem Oktoberfest. Natürlich mit Lederhose. Ja, und ich wollte es einfach mal so, ja, ein bisschen erleben. Wie ist es eigentlich, Oktoberfest? Das war auf jeden Fall eine coole Erfahrung, hat Spaß gemacht. Da bin ich aber in ein Fettnäpfchen getreten und das war ziemlich peinlich. Es ist ja so, in Japan gibt es tatsächlich kein Trinkgeld. Was mir passiert ist, ich habe eine Mast bestellt, Bier bestellt auf dem Oktoberfest. Man muss es ja direkt zahlen schon in Bar. Und ja, dann habe ich vergessen irgendwie was zu sagen. Das war irgendwie so ein Betrag, wo man nur locker Trinkgeld geben könnte, aber wo ich schon perfekt die Scheine so hatte, hätte einfach sagen müssen, es passt schon. Dann wäre es 2 Euro mehr als der Betrag, der es gekostet hätte. Und dann wäre die Sache gegessen. So hätte man es wahrscheinlich gemacht. Ich habe dann halt nichts gesagt. Ich dachte, er gibt mir Geld zurück dann. Und der Kellner hat mich dann ziemlich böse angeguckt. weil ich habe einfach vergessen, dass es Trinkgeld so gibt im Moment in Deutschland. Und ja, das war ein bisschen unangenehme Situation, sag ich mal so. Also da bin ich wirklich tatsächlich in Fettnäpfchen in Deutschland getreten. Ja, ich persönlich bin der Meinung, ja, Trinkgeld bin ich jetzt auch nicht so ein Fan von. Nicht, weil ich geizig, okay, das vielleicht auch, aber auch weil, ja, also es gehört ja schon im Service mit rein, das Geld, so, ne, Trinkgeld. Und es gibt ja auch Argumente, wie sollen die Kellner dann Geld verdienen? Ja, es gibt auch andere Jobs, wo man nicht so verdient und ist jetzt auch kein Ausbildungsberuf. Okay, das hört sich jetzt auch wieder böse an, aber aha, nein, aber na. Und wenn wir schon beim Thema sind, Essen, da ist mir wirklich aufgefallen, dass dann, wenn du in Deutschland ein Restaurant bist, Essen bestellst. Ich habe auch mal versucht, mal richtig authentisch Deutsches zu essen im Restaurant, habe mir Rinderroulade bestellt mit Kartoffelbrei und Sauerkraut, nicht Sauerkraut, Rotkohl. Das war echt so eine große Portion, dass ich es gar nicht alles runterbekommen habe. Aber ich habe es einfach mal alles aufgegessen. Aber es war so, dass dann einiges an Rotkraut übrig geblieben ist erstmal. Das habe ich mir noch irgendwie so reingestopft. Aber ja, das wäre so eine Sache, die bei japanischen Portionen nicht so passieren würde. Und da ist mir wirklich nochmal auch aufgefallen, dieses ganze Thema Essen ist wirklich nochmal portionsmäßig halt in Deutschland größer, was die Portionen angeht. Allgemein auch vielleicht rustikaler, so wenn du in eine Bäckerei gehst, wie das Brot in so einer deutschen Bäckerei ist. Alles größer, große Torten und in Japan alles so ganz fein, dann nochmal in Plastik eingepackt, dann nochmal Plastik rum und ein bisschen kleiner und so ein bisschen, ne, dieses rustikalere vielleicht. Ja, aber dann auch die Sache, dass du, wenn du irgendwo was einkaufen gehst, mit einem Service zu tun hast und so, dass dir die Leute einen schönen Tag wünschen. Das hat mein YouTube-Kollege Kevin auch in einem seinem Video erwähnt. Man kauft irgendwas, dann die Person sagt dann, schönen Tag noch. Eigentlich voll normale Sache so, ne? In Japan gibt es das wirklich nicht so. Also deswegen, ich wusste nicht am Anfang, was soll ich darauf antworten, auf schönen Tag noch. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Und da habe ich mir wieder eingefallen, ja, danke gleichfalls. Und hat aber ein bisschen gedauert so. Aber das ist auch so eine Sache, die finde ich interessant, dass die halt in Japan nicht vorkommt. Und ich habe es auch in einem meiner Videos, wo es über das Introvertiertsein in Japan geht, mal erwähnt, dass so ein Smalltalk von Leuten, die im Service arbeiten, die zum Beispiel Brot verkaufen oder die im Laden was verkaufen oder allgemeine Kellner, dies, das, die dort arbeiten, dass das Smalltalk nicht so ist. Eine weitere Sache, die mir dann aufgefallen ist, ist, dass halt man in Deutschland im Vergleich zu Japan, sage ich mal, besser vorbereitet sein muss, wenn es um Sachen einkaufen geht. Dass man irgendwie Vorrat hat oder dass man, wenn man wo einen Ausflug macht, dass man da besser vorbereitet ist. Es ist halt wirklich so, ich bin in Japan fast schon versnobbt, verwöhnt davon, dass du überall einen Convenience Store irgendwie noch hast, wo du jederzeit was einkaufen kannst oder wo du jederzeit noch ein Getränk kaufen kannst. Habe ich gemerkt, ich bin da wirklich mittlerweile so zu verwöhnt, sodass ich mir mal oft gar nicht was zu trinken mit nach draußen nehme, weil ich ja weiß, ich kann immer was kaufen. Und in Deutschland musste ich halt mehr darum kümmern, dass man eine Wasserflasche mitnimmt, schon mal mehr dieses Vorbereiten, dass man sich schon Regenschirm einpackt, dass man Getränke vorbereitet, Essen vielleicht vorbereitet, weil man vielleicht nicht weiß, ob man dann noch was kriegt. Das ist mir wirklich auch aufgefallen, ja, und das fand ich auch sehr interessant. Ein weiterer Grund, warum ich nach Deutschland gegangen bin, neben Familie und Freunde zu sehen, war eben auch,
um für mich nochmal zu sehen, wie komme ich auch in Deutschland nochmal klar. Ich mache mir auch Gedanken, wo will ich auch die nächsten Jahre leben allgemein, wie schätze ich jetzt nochmal Deutschland ein, von der Perspektive eben ein Jahr in Japan jetzt gewesen zu sein und so weiter. Und da habe ich natürlich beobachtet, wie gefällt es mir, wie ist die Stimmung so in Deutschland. Und das, was ich halt mitbekommen habe, ja, durch die Medien irgendwie gespaltene Gesellschaft, ein bisschen negativer oder so, wo ich irgendwie so ein bisschen negativ vorbelastet rangegangen bin, das hat sich für mich persönlich jetzt nicht bestätigt. Also es wirkte eigentlich alles relativ normal. Es kann eben auch daran liegen, ich habe natürlich die Leute getroffen, auf die ich Bock hatte, auf meine Freunde, auf meine Familie, wo ich eine super schöne Zeit hatte. Und ich war eben auch auf Events, wo Positivität angesagt ist. Ich habe gesagt, Oktoberfest war ich. Ich war auf einem Festival in Berlin. Und ich habe auch ein Community-Treffen gemacht in Düsseldorf. Nochmal liebe Grüße an alle, die da waren. Es war ein mega geiler Tag. Jo, Düsseldorf, was geht ab, Leute? Diese Sachen sind ja alles eher so positive Sachen, wo Leute positiv sind. Und vielleicht habe ich dadurch jetzt kein zu so differenziertes Bild, aber trotzdem allgemein, wenn ich durch die Straße rumlaufe, es wirkte ziemlich normal. Da habe ich jetzt nichts irgendwie Negatives so mitbekommen für mich. Aber was ich wirklich gemerkt habe, ist, wie wertvoll auch so die Zeit ist mit Leuten, weil seitdem ich in Japan wohne, ist es ja so, dass ich viele Freunde und auch Familie halt nicht so oft mehr sehen kann. Und da ist mir wirklich aufgefallen, diese Zeit, diese begrenzte Zeit, die man hat, ist wirklich so dieses Quality Time. Auch, dass sich die Leute dann dort vor Ort Zeit nehmen, das bedeutet für mich auch nochmal, wer sind jetzt wirklich deine engen Freunde, die sich auch die Zeit nehmen, wenn du die triffst. Ich habe jetzt abschließend keine Entscheidung für mich getroffen, ob ich jetzt für immer in Japan leben werde, ob ich wieder nach Deutschland komme. Aber was ich wirklich so zusammenfassend, denke ich, sagen kann, ist, dass es nicht das Allerwichtigste ist, ob man in Deutschland oder Japan wohnt oder sonst wo. Das Allerwichtigste ist eigentlich zwei Punkte, auf die ich jetzt zusammenfassen würde für mich, dass man das machen kann, was man machen möchte, dass man die Freiheit dazu hat. Freiheit, Sicherheit. Und der zweite Punkt ist eben, dass man Leute um sich herum hat, mit denen man happy ist, dass man ein cooles Umfeld hat. Ja, das war's auch mit dem Video. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr interessant fandet, ob ihr vielleicht auch ähnliche Erfahrungen hattet, als ihr von Japan wieder nach Deutschland kamt oder auch was ihr zum Thema Trinkgeld denkt. Schreibt gerne mal eure Meinung in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Video. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal gerne, um keine weiteren Videos hier wieder aus Japan zu verpassen. Ich bin wieder da. Macht's gut und Peace.